Meins. Meins, deins, unsers und so weiter. Ach, hier drin. Ich dachte gerade, wo ist denn der? Bitte. Ja. Du siehst besser aus. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Geht's um den Biochip? Sind wir deshalb hier? Hab gehört, dass er irreparabel beschädigt wurde. Jeder Versuch, ihn zu entfernen, wäre tödlich für dich. Vic plaudert wohl gerne. Du solltest dankbar sein für das, was er für dich getan hat. Warum hast du mir überhaupt geholfen? Ich brauchte dich lebend. Das tue ich immer noch. Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorino Barasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit ihr reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Warum glaubst du, sie ist nicht mehr hier? Ich habe nach ihr gesucht. Erfolglos. Vermutlich hat sie ihre Spuren verwischt. Parker sollte dir also helfen, ihr Relic zu entfernen. Arbeitet sie für einen Konzern? Du stellst viele Fragen. Glaube nicht. Nee, glaube schon. Ganz ehrlich, wir haben keine Ahnung. Keine Ahnung. Evelyn wusste viel über den Relic. Darunter massig vertrauliche Informationen. Sie war schwer zu durchschauen, hatte aber diese Durchtriebenheit von Konzernagenten. Du weißt schon. Würdest du mich auch als durchtrieben bezeichnen? Hey, du wurdest rausgeschmissen zu den anderen Außenseitern. Schon vergessen? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Was das? Ich sollte echt los. Warte. Yorinobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit? In Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer hier. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben einem Söldner? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Was, wenn ich Nein sage? Dann nenne ich dir die Belohnungen dafür, dass du Ja sagst. Also was? Wir spazieren einfach ins Arasaka-Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen. An einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Und was für Leute meinst du genau? Leute, denen Arasaka wichtig ist. Denen das sichere Wachstum des Konzerns am Herzen liegt. Du meinst Leute wie Anders Hellmann? Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten. Hi,
Kochirakosama. Nun, Hanako-sama, zunächst würde ich gern von Ihnen wissen... Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze, niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Wenigstens einer von euch weiß, was gut für euch ist. Chill mal deine Nuggets, Kollege. Tom ist in Ordnung. Er nimmt einfach kein Blatt vor den Mund. Das ist alles. Er erinnert mich an meinen Vater. Der hat auch sein Leben lang in einer Küche gearbeitet. Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung. Ein dummer Reflex. Klar. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken, aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen, Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Experten helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehren. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Lass das mal meine Sorge sein. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrechercode. Ja, ja, das haben wir ja schon alles gehört. Diese Parker. Bla, 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 bla. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch, wie vom Erdboden verschluckt. Da war aber jemand fleißig die letzten Tage. Solange es da draußen Informationen gibt und ich mich auf alles vorbereiten muss, werde ich nicht still sitzen. Ist ja auch dein Job. Das war mein Job. Hat er auch wieder recht. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club. Dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Weil sie dich für einen Konzerner hielt? Nein. Sie hielt mich für Saburosans Mörder. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind zuzuhören, rufe ich dich an. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Kein Problem. Sepper Packung und Dreck.
Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht, ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerung. Gleichstand, würde ich sagen. Toll. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Warum sollte ich dir trauen? Sag's mir. Vertrau mir oder auch nicht, mir scheißegal. Das ist echt das kleinste unserer Probleme. Da hat er allerdings recht. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich habe deine Erinnerung gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Na, ja, schön. Es gibt kein Uns. Gibt nur ein Ich. Ruf Julian. Das machen wir gleich. Was ist das denn da? Geräusch, irgendwas Blaues ums Eck drin. Hey, guck mal. Sieh dir das mal an. Du siehst es doch auch, oder? Entweder habe ich einen Kurzschluss oder eine religiöse Erfahrung. Wie heißt die Tussi nochmal? Die mit den Haaren. Misty? Ich tippe eher auf übereifrige Neuronen. Victor sollte sich das dringend mal ansehen. Hm. Hast du Kleingeld? Du solltest unbedingt weniger Drogen nehmen, Kollege. Entschuldigung. Alter, was kommt denn hier jetzt alles wieder rein? Hilfe! Aufpassen! So, wir sollen Judy anrufen. Das machen wir. Machen wir doch gleich mal. Wie? Bist du das? Scheiße, ich dachte, du wärst tot. Du bist nicht die Einzige, die mich für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, hm? Nicht ganz nach Plan. Du hast also davon gehört? Hast wohl mit Evelyn geredet? Musste ich nicht. Die ganze Stadt weiß davon. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Judy, ich hab nur dich. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich muss sie finden. Und ich weiß, dass du mir dabei helfen kannst. Und wer sagt, dass ich das will? Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzies? Hm. Na, dann schauen wir doch mal. Automatic Love. Quischt, quischt. Automatic Love, quischt. Quischt, quischt. Okay. Da reicht's aber. Okay, wir müssen in die andere 54 Meter, aber wir sind gerade in der Nähe von dem blauen Missionchen-Dingsbums-Teil. Da gucken wir doch mal glatt vorbei. Stopp, lass mich vorbei. Hi,
Handys für einen Veteran? Klar. Hier, bedien dich. Ich wusste, du bist einer von den Guten. Danke. Kein Ding, mein Freund. Ja. Chill mal deine Nuggets. Maschine. Erhöht kräftige Trefferschuss um Ziel. Oh, Was? Warte. So, die haben wir Blatt gemacht, würde ich sagen, ne? Mal Blatt gemacht. Uiuiui, fährt aber noch einiges rum. Ediz. Das Essen, ja. Brauche ich ein bisschen Leben. Also von dem her. Immer her damit. Da haben wir noch was. Der lebt ja noch. Noch. Lauter schöne Sachen, die Dingsbums besser machen. Wie ging denn das Lied nochmal? Da gab es doch so ein Lied. Lauter schöne Sachen, die das Leben machen. Watson ist nicht mehr. Hä? Baby, Watson ist nicht mehr abgeriegelt. Also bist du ganz und gar frei. Aber vergiss die Kämpfe nicht, okay? Wäre echt eine Verschwendung deiner Länder. Ja, okay. Okay. I don't know what you mean, boy, aber okay. Man, hier liegt noch überall Stuff rum. Hier liegt noch was. Da hinten haben wir noch was. Da haben wir noch zwei Sachen. So ein Erhypo. Noch was. Da haben wir noch ein bisschen Munition. Greift ihr mal nicht in den Schritt. Lalala, lalala. Oh. Gut. Sind wir hier fertig? Mission abgeschlossen. Mission abgeschlossen. Lalalala. T, was ist denn hier los? Regina, was will die denn schon wieder? Autos zu verkaufen. Was ist das denn? Das ist ja hässlich. Ach du Scheiße. 2015. Okay. Inventar, wir haben ein paar neue Sachen gekriegt. Da gucken wir doch mal. Ja, Katana, bla bla bla. Brauchen wir erstmal einen Levelaufstieg. Dann haben wir hier ein paar neue Waffen. Die sind alle irgendwie moch. Bis auf die Pistole. Die ist okay. Könnten wir die glatt mal austauschen? Genau, die ist nicht besser. Mündung haben wir das. Zielfernrohr haben wir das. Okay, okay, okay. Maske. Ich glaube nicht, dass die besser sind. Ne. Hier, Schuhe. Ja, nee, die sind alle irgendwie kacke. Kacke. Blendgranaten hier, zack. Was ist das denn für ein hässliches Ding? Das Ding wäre rot.
Ting. Okay. Na, dann würde ich mal sagen, auf zum Ich würde jetzt gerne mein Auto rufen, aber das kann ich nicht. So eine Kacke. Was haben wir denn hier noch so in der Nähe? Tarotkarte. Oh, was haben wir hier? Nebenmissionchen. Da sind wir doch gleich ums Eck. Könnten wir eigentlich gerade nochmal mitnehmen, du. Ach, das kenne ich. Nein, das können wir nicht mitnehmen, weil wir kein Auto haben. Hey. Treff dich mit Judy. Halt, stopp. Zurück. Karte. Hilfe. Da, dann machen wir das wieder hier. Entschuldigung. Ja, das können wir leider nicht machen, weil dafür brauche ich ein Auto. Das, das ist jetzt leider ungünstig. Ungünstig. Machen wir erstmal das mit Judy und dann schauen wir mal, ob wir mal hier was mit unserem Auto ist. Ne? Ich brauche ein Auto. Ich kann ja nicht hier die ganze Zeit in der Gegend rumlaufen, wie bekloppt da. Das ist ja auch cool. Guck mal, da ist wieder so eine Tarotkarte. Jetzt pack doch mal die Fäuste weg, sonst kann ich nicht ranzoomen, du Affe. Bah. Geht auch so. Geschlossen steht da. Hey, habe ich dich hier nicht schon mal gesehen? In der Tat, ja. Da kann ich mir gut merken. War es geschlossen. Sorry, Tomb. Ich suche Evelyn Parker. Weißt du, wo sie gerade ist? Kam früher mal her. Hab sie aber eine Weile nicht gesehen. Ich muss mit Punch und Judy reden. Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Die Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Dankeschön. Aber mach hier keinen Ärger. Hast du mich verstanden? Ja, ja. Schön langsam, Kleine. Was sollen wir für dich tun? Hm. Geschlossen. Prügeln. Und wenn das nichts bringt, ich weiß nicht. Versucht's mit Waffen. Ich will nur mein Zimmer zurück. Dein Zuhälter hat dich rausgeworfen. Joy Toy. Er meinte, ich mach nur Verluste. Dann sagt er, schönes Leben noch. Gesundheitszustand schlecht. Aber ich muss doch heute irgendwo schlafen. Hast ja noch deinen Körper, oder? Mach was draus. Das mache ich doch. Aber jeder Annie geht für Upgrades drauf. Also hab ich mir einen Puppenchip besorgt. Bin ins Clouds, aber die haben gerade nichts frei. Und jetzt arbeite ich draußen, um meinen Ripper zu bezahlen. Hast dir mehr als den Chip gegönnt, oder? Gesicht ist keine Stangenware. Titten auch nicht, ha? Ich investiere eben in mich. Hat trotzdem nicht gereicht. Bin angeblich unterqualifiziert. Oh, und was sollen wir jetzt dagegen tun? Hab ich doch gesagt! Ich will nur mein Zimmer zurück. So läuft das nicht, Schätzchen. Wärst du ne Mox, wäre das natürlich was anderes. Hm. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Und hier sprechen. Warum wird die mir markiert? Hallo, bla bla bla. Kann ich mit dir sprechen? Reden? Hallo, Leute, Freunde. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht. Der Barherr ist auch weg.
Warum wird die mir markiert? Verstehe ich nicht. Lizzy Wizzy. Lizzy. Judy ist mal wieder total peinlich. Ich frage mich, warum Sue so an ihr hängt. Soll das ein Witz sein? Ihre Virtus bringen Kundschaft und die zahlt die Rechnungen. Der Club wäre auch so erfolgreich. Jeder kennt das Lizzys. Susie will wohl kein Risiko eingehen. Verstehe ich gut. Hey, wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu Lass sehen. Lass gut sein. Ist ein Freund von Judy. Dankeschön. Like a bag, 그거 말고 봐.